Tausende Kinder und Eltern haben in Berlin für mehr Kita-Plätze demonstriert. Wie in vielen Regionen Deutschlands mangelt es auch in der Hauptstadt an ausreichenden Kapazitäten für die Kinderbetreuung. Trotz Anstrengungen des Senats entstehen jährlich Engpässe. Besonders spürbar wird die Not im Sommer, wenn die Anfänger des neuen Schuljahres noch zur Kita gehen, andere Eltern aber schon einen Kita-Platz für ihre ein- bis dreijährigen Kinder suchen. Eine Situation, an der viele junge Eltern verzweifeln. Friederike Stelter etwa musste ihre Elternzeit verlängern, um für ihre Tochter eine Kita zu suchen. Also ich habe verhältnismäßig spät angefangen zu suchen, also erst nachdem Emilia schon auf der Welt war. Man geht ja eigentlich schon jetzt in der Schwangerschaft zu den Kitas. Und ja, also suchen wir seit anderthalb Jahren circa. Und wir stehen auf sicherlich 30 Listen von verschiedenen Kitas. Und von keiner einzigen habe ich bislang eine Rückmeldung bekommen. Verständlich, dass viele Eltern da von einer ausgemachten Krise sprechen, einer Kita-Krise. Sie haben begonnen, ihren gesetzlich garantierten Kita-Platz gerichtlich zu erstreiten und zu demonstrieren. Der Protest der jungen Eltern am Samstag soll dazu beitragen, dass bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen und bei der Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher in neuen Größenordnungen gedacht und gehandelt werden soll. Die Vergrößerung bestehender Kita-Gruppen ist keine Lösung, denn die Ursache für den Mangel an Plätzen ist hauptsächlich ein Mangel an Erzieherinnen und Erziehern, erklärt Ann-Mirja Böhm, Sprecherin des Bündnisses Kita-Krise Berlin. Naja, das Problem existiert natürlich, weil bisher einfach zu wenig passiert ist. Es wäre vermessen zu sagen, dass die Politik nichts gemacht hat. Das ist natürlich nicht richtig, aber es ist einfach zu wenig passiert in den letzten Jahren. Und ich glaube, das zeigen alle Leute hier, dass es einfach wirklich stimmt, was wir sagen. Der Berliner Senat stellt zwar jährlich mehr Kinderbetreuungsplätze bereit. Vor allem wegen des Zuzuges nach Berlin wird der Engpass derzeit allerdings nicht kleiner, sondern größer.